Ich regeneriere. Nochmal Schaufel. Ist doch ein Schlüssel. Also, oh, keine Haie. Wir wurden schon mal von einem Wal gefressen. Oh, das ist Ei Nummer 10. Es fehlen nur noch zwei Eier. Oh, waren das diese Toasties? Noch bessere Mitarbeiter zu bekommen, steigert das ja auch nochmal unseren Umsatz. Genau, wir suchen für Palettos, suchen wir jemanden für den Kundendienst. Ja, ich hätte schon ganz gern drei Kandidaten. Danke, das war schon. So, jetzt muss ich einmal schnell zu McPalettos. Zu Palettos, weil ich muss nochmal putzen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Berater, wir brauchen Verbündete. Eine brillante Idee von Ihnen, Hoheit. Ich werde sofort Nachricht an eure Treuesten und von allen... mächtigsten Fürsten aussenden. Die Kanonen angeflattert. Gut, hä? Ich hab doch nur das gemacht, was sie mir gesagt haben. Alles klar. Gut, verstärke und überdache die Brücke. Mindestens drei Einheiten müssen weg. Marisu, so. Was ist los? Ziemlich gut gemacht, Genosse. War nicht so schwer. Ja, weiß nicht. Aber erster Tag war 10 von 10, oder? Aber wir konnten noch keine Sachen für die Regierung machen. Palermo bleibt weiterhin regierungstreu. Nee, für die Rebellen. Die Sonne geht unter. Das ist überhaupt nicht cool. Wir könnten in eine Höhle gehen. Aber dazu bräuchte ich auf jeden Fall mehr Kohle. Ich glaube, wir gehen mehr in die Richtung. Das sieht sympathischer aus. Da hinten ist Eis. Da finden wir erst recht kein Eisen. So, komm, drei noch. Ich muss mal kurz Zähne putzen. Paletto. Ja, ich muss mal kurz Zähne putzen. Alles klar. Ich wollte sagen, ich muss mal schnell Nase putzen. Zähne putzen muss ich vermutlich auch. Ja, toll mit dir geschrieben. Ja, ey, saftiges Toilettenpapier. Ich sag's dir, Brudi. So, gib mal deine Dokumente. Denn wir haben natürlich hier immer noch Dinge, auf die wir achten müssen. Einerseits Königreich Erkai. Oh, gelb. Okay. Ja, okay, ey, gelb. Alles klar, der Junge ist auch noch farbenblind. Das wird, glaube ich, in der Stadt wird das nicht passieren, weil der Flugraum ist da zu krass. Aber ich kann mir voll gut vorstellen, dass es so auf dem Land gemacht wird. Weißt du, so eine batteriebetriebene Drohne, Alter. Die macht das. Warte mal, kann ich das hier verkaufen oder so? Entfernen, ja. Ist ja lieber süß. So, ja, guck mal. Hol. Genau, hol das Huhn. Okay, und jetzt fröhliche Ranch. Kühe. Wieso komme ich da auf eine Kuh? Hühner? Ich kann die kaufen? Ich könnte ihr ein Pferd kaufen für 2500 Euro. Als ob. What? Das ist ja geil, aber warum ist sie so weit weg? Okay, dann würde ich sagen, schnappen wir uns jetzt ganz... Warte mal, wir können auch hier nochmal Schaufel. Da. Schaufel. So, für schnelleres Farmen. Guck mal hier, wir sind da ordentlich runtergeballert. Aber kein Problem. Nochmal wieder die Ability aktivieren. Ist wie so eine Art Schutzschild. Und... Oh nein, der Regen. Oh, unterstellen, unterstellen. Alles gut. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Weil das hätte auch... Also wären wir da oben gewesen noch am Berg... Ich glaube, das wäre unser Ende geworden. Ihr könnt ja auch mal ein bisschen Loot da lassen. Das Interessante ist auch, ich regeneriere nicht. Wo ist der Wither? Der ist da vorne. Ja, ja, schieß mal schön die ganzen Mobs kaputt. Ich weiß nicht, wo der zweite ist. Wir sind jetzt aber auch überall wieder Spinnenweben. Ey, es sieht gut aus, ne? Sandsturm? Oh ja, da kommt doch jetzt ordentlich was von unten. Von oben. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen nervös. Der Boden ist Lava? Okay. Hier bin ich doch jetzt oben gut. Der Boden darf doch... Oh, guck mal, da geht's hoch. Alter, und die ganzen Mobs. Wir haben den armen Detektiv einfach, ja, weggeknallt. Ja, so würde ich sagen, schlafen wir erstmal drauf. Alter. Wir haben aber... Oh ja, 1145 plus gemacht. Das, würde ich sagen, ist doch ein Schlüssel... Schönes Schlusswort für die heutige Folge. Denn das war's, Leute.